Ich bin also dann in der Früh in das Loch reingekrochen und habe gewartet, bis die Streife vorbei ist, also die Kontrolle. Und dann war die Frage, eine Überlegung, geht man bewaffnet oder unbewaffnet? Und jede Überlegung hat sein Für und Wider. Gehe ich bewaffnet, habe ich die Chance, mich zu wehren, wenn man mich schnappt. Weil in diesem Niemandsland sind ja Patrouillen gegangen, Spähtrupps und so weiter. Und da waren also die Deutschen sehr aktiv. Also da könnte ich mich vielleicht noch retten. Walter schießt mal und wenn man schneller ist, dann geht es aus. Wenn aber eine alliierte Streife kommt und sieht, ich bin bewaffnet, dann schießen die. Aber die schießen dann schneller. Weil sie sehen mich vorher. Also was macht man? Und dann habe ich überlegt, ob es gut ist. Dann riskiere ich gehe ohne Waffen. Habe also mein ganzes Klumper da, was es gibt, also Gewehr und Patrontaschen und Gas. Man weiß das doch, so ein Haufen war dort. Habe ich alles in das Loch reingeschmissen, bin dann rüber zu dem Stacheldraht mit zwei Ästen, den Draht auseinander, das waren diese Rollen. Und dann hinterher und dann am Bauch gelegt und dann bin ich gerobbt, langsam. Und das war so, hier war ein Hochwald, da waren die Deutschen. Dann war ein Jungwald, ca. so 150 Meter, drüben noch, und dann kamen die Alliierten. Also ich musste schauen, dass ich durch den Jungwald durchkomme, ohne dass man mich erwischt. Naja, also ich bin gekrochen mit viel Bauchschmerzen. Alles war verkrampft. Wenn ich was im Bauch gehabt hätte, wer weiß, was da passiert wäre. Also diese Anspannung war, diese 150 Meter circa durchzurobben. Da kriecht man, man hört allerhand in seinen Jungwald, wenn der Wind geht, dann hört man allerhand Geräusche. Da ist man immer, liegt man und bleibt liegen. Was, kommt jemand, ja oder nein? Nun, so verging die Zeit und ich kam dann durch den Jungwald durch. Wie ich durch war, habe ich gesehen eine kleine Wiese und drüben schon die alliierten Stellungen. Und da muss ich nur eins sagen, als ich wegging, hat mir meine Mutter ein weißes Tuch mitgegeben. Hat sie gesagt, zur Sicherheit, wenn es soweit ist, dann hast du ein weißes Tuch. Und das, ja, sie ist zwar nicht weiß geblieben, aber immerhin, es war was. Habe ich auf ein Astel draufgebunden, dann aufgestanden und geschrien, Dornschot, Dornschot, und bin gegangen zu den alliierten Stellungen hin. Nichts hat sich gerührt. Ich glaube, habe ich vielleicht wenig geschrien, habe ich noch einmal geschrien, Dornschot, auch nicht. Dann komme ich hin, stehe vor einem schweren Maschinengewehrnest. 4, 5 Amerikaner sitzen drin und schlafen. Naja, was mache ich? Ich kann sie nicht gar wecken, ich meine, das ist ja unmöglich. Jetzt habe ich mir gedacht, ich werde es versuchen. Habe mich dann zum Rand hingestellt und habe geschrien, hey Boys, ja, da sind sie aufgewacht. Naja. Ja, aber dann waren sie gut, da waren sie sehr tüchtig, sehr tapfer, haben alles weggenommen, Armbanduhr und was ich hatte, halt ein kleines Taschenmesser. So ein Stückel Brot habe ich noch gehabt, das haben sie mir auch weggenommen. Na, und dann haben sie mich zurückgeführt und kam ich also endlich mal zu einem Oberleutnant dort und mit dem habe ich halt verhandelt.